Der Führer empfing in seinem Hauptquartier König Boris von Bulgarien. Die Besprechungen zwischen dem Führer und König Boris verliefen im Geiste der im Weltkrieg begründeten Waffenbrüderschaft und Freundschaft zwischen den beiden Nationen. Nach seinem Besuch beim Führer war König Boris Gast des Reichsaußenministers von Ribbentrop. Anschließend stattete König Boris dem Reichsmarschall Hermann Göring einen Besuch in Karinhall ab. Eine Übung unserer Gebirgspioniere in den bayerischen Bergen. Wie bei allen anderen Waffengattungen, so sichert auch hier nur härteste Ausbildung in der Heimat den erfolgreichen Einsatz an der Front. Die Pioniere brechen überraschend mit ihren Floßsäcken vor und setzen über einen Gebirgsbach. Auf dem jenseitigen Ufer ist ein Brückenkopf gebildet. Mit behelfsmäßigem Material wird ein Steg geschlagen. Volltreffer! Ein neuer Steg wird herangebracht. Der Brückenkopf ist inzwischen erweitert worden. Die Pioniere greifen die Stellungen am jenseitigen Ufer an, die im Sturm genommen werden. Eine geballte Ladung wird angebracht. Auf einer deutschen Unterseebootwerft. Herstellung von Maschinenteilen. Nur bestes Material findet für den Bau der Unterseeboote Verwendung. Die Herstellung der einzelnen Teile verlangt höchste Präzision. Die Güte der deutschen Werkmannsarbeit gibt der Besatzung das unbedingte Vertrauen zu ihrer Waffe. Ein Seerohrbock auf der Karusselldrehbank. Die Verkleidung eines Turmes wird eingebaut. Druckkörper auf der Helling.
Wieder ist ein Unterseeboot fertiggestellt. In unaufhörlicher Folge laufen auf den deutschen Werften Unterseeboote vom Stapel. Ein neues Unterseeboot wird von der Besatzung übernommen und in Dienst gestellt. Auslaufen zur ersten Feindfahrt. Der Befehlshaber der Unterseeboote, Admiral Dönitz, der in diesen Tagen in Anerkennung seiner hohen Verdienste um die Führung und den Einsatz der Unterseebootwaffe zum Admiral befördert wurde, bei der täglichen Lagebesprechung. Verdiente Unterseebootkommandanten stehen ihm als erfahrene Admiralstabsoffiziere zur Seite. Von hier aus werden die Operationen jedes einzelnen Unterseebootes geleitet. Zwei der Unterseeboote, die bei der Beschießung von Aruba und Curaçao dabei waren, kehren nach erfolgreichem Einsatz im Karibischen Meer in ihre Stützpunkte zurück. Jeder der Erfolgswimpel bedeutet die Versenkung eines Tankers. Durch den Verlust dieser Schiffe ist die amerikanische Versorgung besonders empfindlich getroffen worden. Einer der Kommandanten erhält das Deutsche Kreuz in Gold. Admiral Dönitz besichtigt in einem Stützpunkt an der Atlantikküste die Besatzungen einsatzbereiter Unterseeboote. Vor dem Auslaufen weist der Admiral seine Soldaten noch einmal auf die Größe ihrer Aufgabe im Kampf gegen Großbritannien und gegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika hin. Auszeichnung von Unterseebootbesatzungen, die an der USA-Küste eingesetzt waren. Ein Kriegslazarett an der Front. Schwestern und Helferinnen des Deutschen Roten Kreuzes bei der Betreuung von Verwundeten. Verwundetenpflege und Betreuung gehört mit zu den schönsten Aufgaben der Frau im Kriege. Wie der Soldat an der Front stehen auch die Schwestern und Helferinnen in den Lazaretten in unermüdlicher Pflichterfüllung auf ihrem Posten. An der finnischen Front. Finnische Soldaten, die im Raum des Ladogasees eingesetzt sind, wachsen in einer Marschpause ihre Ski. Ein Stoßtrupp macht sich fertig zum Abmarsch. Er hat die Aufgabe, Fühlung mit den Sowjets zu nehmen, die starke Kräfte zum Angriff bereitstellen.
am Feind. Der Stoßtrupp greift an. Meldung an die Artillerie. Sie soll die Bereitstellungen des Gegners zerschlagen. Am mittleren Abschnitt der Ostfront. Neben den Trümmern einer von den Sowjets gesprengten Eisenbahnbrücke haben unsere Pioniere eine neue Brücke gebaut. Selbst bei 35 Grad Kälte wurden die Arbeiten planmäßig fortgesetzt. Dieses Werk stellt eine neue Meisterleistung unserer Eisenbahnpioniere dar. Die 240 Meter lange Brücke wurde in nur 6 Wochen fertiggestellt. Mächtige Holzpfeiler tragen die schwere Eisenkonstruktion. Diese Eisbrecher sollen die Brücke vor dem kommenden Eisgang schützen. Durch Sprengungen wird versucht, späteren Eisstauungen zu begegnen. Auf der Straße nach vorn. Schneestürme und grimmige Kälte stellen auch an die Truppen des Nachschubs höchste Anforderungen. Was unsere Soldaten im Osten geleistet haben und noch immer leisten müssen, ist ohne Beispiel in der Geschichte. Sonderkommandos halten die Straßen vom Schnee frei. Der Nachschub muss rechtzeitig nach vorn gelangen. 35 Grad Kälte, die Nase darf nicht erfrieren. Ein Brennstofflager, das über Nacht eingeschneit ist, wird wieder freigeschippt. Schwere Artillerie vor Leningrad. Wie der Wehrmachtbericht wiederholt meldete, wurden die kriegswichtigen Ziele der Stadt mit beobachteter Wirkung beschossen.
Feuer auf sowjetische Grabenstellungen. Flakstellung südlich von Leningrad. Sowjetische Panzerkampfwagen greifen an. Volltreffer! Die Bolschewiken sind zurückgeworfen. Panzerkampfwagen werden eingesetzt. Sie bleiben dem weichenden Feind auf den Fersen und dringen in seine Stellungen ein. Einzelne Bolschewiken ergeben sich. Die Gefangenen werden sofort zurückgebracht. Im Schutz einer Nebelwand stoßen unsere Panzerkampfwagen weiter vor. An der Mittelmeer- und Afrika-Front. Japanische Offiziere besuchen unsere Flieger auf Sizilien. Rechts Vizeadmiral Nomura, links Konteradmiral Abe. Transportflugzeuge bringen neue Truppen nach Afrika. Die Bordwaffen werden klargemacht. Unter uns afrikanischer Boden. Italienische Kolonisationsarbeit machte hier aus der Wüste fruchtbares Land. Generalfeldmarschall Kesselring besichtigt einen Verband der Luftwaffe in der libyschen Wüste.
Ein Stuka kehrt in seinen Einsatzhafen zurück. Das war der 200. Feindflug des Bordschützen. Stukas starten zum Feindflug. Italienische Jäger sichern den Verband. Angriff auf englische Lastkraftwagen. Der Hafen von Tobruk. Englisches Flakfeuer. Unter uns ein Frachter. Ein Benzinlager ist in Brand geworfen. Angriff auf einen englischen Feldflughafen.